geht es um das Arbeitslosengeld, die Arbeitslosenversicherung. Schon vom Namen her ist ja eine Versicherung und keine Sozialleistung. Dann müsste jemand, der länger gearbeitet hat, länger eingezahlt hat, auch mehr Anspruch auf Arbeitslosengeld haben. Leider ist es heute aber so, wenn jemand 4 Jahre eingezahlt hat, kriegt er 2 Jahre Arbeitslosengeld. Wie jemand, der 25 Jahre eingezahlt hat, kriegt auch nur 2 Jahre Arbeitslosengeld. Die Proportion ist völlig schief, trotz Versicherungsprinzips. Da wird weder die Dauer der Beitragszahlung noch die Höhe berücksichtigt. Gerade die über 50-Jährigen, die lange eingezahlt haben, verlieren leichter ihre Jobs und kommen schwerer in Arbeit. Das ist eine völlige Schieflage. Deswegen fordern wir die Bundesregierung auf, einen Gesetzentwurf vorzulegen, der die geleisteten Beitragsjahre einer gestaffelten Verlängerung der Bezugsdauer sozusagen unterzieht und das entsprechend regelt. Da steht Sebastian Münzenbeier hinter dem Antrag. Bitte, Sebastian, noch Ergänzung. Vielen Dank. Guten Morgen von meiner Seite. Bernd Baumann hat es schon kurz ausgeführt. Unser Ziel ist es, das Versicherungsprinzip im Punkto ALG 1 wieder zu stärken und dass man sagt, wir sind die Partei für die Menschen, die arbeiten, und wir kümmern uns eben auch um diese Menschen, wenn sie nach einem langen Arbeitsleben in die Arbeitslosigkeit aus welchen Gründen auch immer fallen. Das heißt, wir halten die bisherige, also wir haben ja bisher schon eine zeitliche Komponente, die bei ALG 1 inkludiert ist, aber wir halten die nicht für ausreichend. Weil es eben die Fälle gibt, dass jemand, der zum Beispiel mit 18 angefangen hat zu arbeiten, der arbeitet 30 Jahre durch und wird mit 48 dann arbeitslos, der kriegt 12 Monate ALG 1, während sein Gegenüber, der ein sehr unterbrochenes Erwerbsleben hat und sagen wir mal die letzten 2,5 Jahre gearbeitet hat und 51 ist, der kriegt eben schon 15 Monate ALG 1. Und uns fehlt da das Gerechtigkeitsdenken, dass man sagt, okay, jemand, der sehr lange eingezahlt hat, der viel gearbeitet hat, der ist in einer Versicherung, in einem Versicherungsprinzip orientierten System besser zu stellen. Also nochmal, um ganz klar festzuhalten, ALG 1 ist eben keine pauschale Sozialleistung, sondern orientiert sich am Versicherungsprinzip. Das wollen wir stärken und wollen die Menschen belohnen, die viel für die Gesellschaft beigetragen haben, die ihr Leben lang gearbeitet haben.